Montessori Miei, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wir werden uns heute anschauen, was für eine Nachricht hat Amor für uns heute. Was möchte hier Amor dir gerne mitteilen? Was solltest du jetzt wissen, ne? Was ist wichtig in deinem Leben jetzt gerade, ne? Ich werde wie immer dich kurz beschreiben, ne? Ob du jetzt Mann oder Frau bist, das spielt gar keine Rolle. Ob du jetzt Single bist, ob du in einer Beziehung bist. Also jeder kann sich diese Legung anschauen. Sie ist auch zeitlos, ne? Das ist ja auch klar. Sobald du sie dir anschaust, ist sie gültig, auch in einem Jahr, auch in 2 Jahren, ne? Und ich werde, wie gesagt, dich beschreiben. Wenn du jetzt sagst, ja, das bin ich von der Beschreibung, dann hörst du dir das weiter an. Wenn du sagst, nö, das passt nicht, aber ich bin neugierig, was Amor mir sagt, ne, was für eine Nachricht er für mich hat, dann hörst dir bitte auch weiter, ne? Ich werde jetzt einmal die Engeln fragen, ne, was sie uns energetisch mitteilen möchten für alle meine Tesoro, ne? Männer, Frauen, das ist völlig egal. So, im Kollektiven bitte. Einmal im Bälde. Okay, das können hier 3 verschiedene Situationen sein. Das sieht man ja auch, ne? Trennung, ja. Eindeutig. Oh, Seelengefährter ist hier auch dabei. Schön, bellissimo. Das freut mich immer, das freut mich immer, ne, für euch auch, ne, die irgendwie auch die Liebe suchen, den richtigen suchen, ne, viele von uns, ich auch, ne, ich habe jetzt zwar meinen Partner, aber man kann nie wissen, ne, das heißt nicht, dass ich für immer und ewig, ne, also ich sage das immer wieder, nichts hält vielleicht für immer und ewig. Das könnte auch gut sein, dass es nach ein paar Monaten auseinandergeht, nach Jahren, ne, man weiß wirklich nicht, wo uns das Schicksal hinführt, wo uns die Liebe hinführt, ne? Okay, du hast hier einmal in Bälde, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Du könntest hier sagen, du hast es in der Hand, was möchtest du tun? Es liegt hier in deiner Hand. Du hast hier die klare Entscheidung. Was willst du tun, ne? Willst du, dass diese Person in deinem Leben eintreten kann? Willst du sie hereinlassen? Dann liegt es auch bei dir, ne? Du hast die Macht in deiner Hand. Wir haben hier Flitterwochen. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Okay, Flitterwochen. Entweder seid ihr vor kurzem irgendwie weggefahren zusammen, ihr habt irgendwie einen kleinen Urlaub zusammen vereinbart oder ihr werdet zusammen in den Flitterwochen. Viele Menschen haben auch dieses Jahr geheiratet, ne? Das könnte auch gut sein, dass du dabei bist, aber das ist auch für mich diese Flitterwochen. Tut mal etwas, ne, damit ihr zusammen seid, damit ihr gemeinsam seid. Das ist eher jetzt für die Menschen gedacht, die zusammen sind, die schon eine Beziehung haben, ne, jemanden, den sie lieben. Hier tut einfach auch mal diese Liebe zu erneuern, Zweisamkeit, also zusammen viel Zeit zu verbringen, tut gerade euch sehr gut, ne. Wenn du jetzt sagst, ja, ich bin in einer Beziehung, dann passt es perfekt zu dir, ne? Trennung. Das ist nicht die Trennung, die wir denken. Das habe ich schon öfters erklärt. Das ist die Trennung, weißt du, wir wohnen nicht in der gleichen Ortschaft. Stell dir mal vor, du hast eine gewisse Entfernung mit deinem Partner. Ihr wohnt nicht im gleichen Ort und ihr seht euch vielleicht nur am Weekend, also quasi am Wochenende, oder ihr seht euch nur ab und zu mal, oder dein Freund, dein Partner, deine Freundin, deine Partnerin muss irgendwie verreisen. Das ist auch, wenn du hier sagst, guck mal, Trennung, eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht, wenn er jetzt irgendwie wegfahren muss, geschäftlich, ne? Und du bist so gebunden an diese Person, das tut dir weh, auch wenn es nur für ein paar Tage sind. Das ist doch am Anfang immer so. Ich würde mal sagen, am Anfang, die ersten 2, 3 Jahren, es gibt aber Menschen, also ich.
Ich beziehe mich auch bei dieser Karte. Ich bin ein Mensch, ich kann nicht. Also ich und mein Mann können nicht. Also wo ich weg war, ich war für ein paar Tage im Krankenhaus. Zum Glück gab es wirklich dieses Internet, dass man sich sehen kann, weil das war für ihn sehr schwer und für mich auch. Das hat wirklich uns Überwindung gekostet. Aber auch diese Seite, auch diese Medaille ist wichtig, dass man sie kennenlernt, ne? Also hier könnten auch Menschen sein, die wirklich nicht vom gleichen Ort sind, die hier irgendwie quasi eine Distanzierung haben, ne? Und was haben wir hier? Oh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Seelengefährten. Ja, das ist dein Seelengefährte. Das ist hier der Richtige, die Richtige. Du hast ja richtig gesehen. Vielleicht ist es auch so, du schaust dir diese Legung an und du hast es dir gedacht. Es gibt viele Menschen, die denken, das ist mein Seelengefährte, das ist mein Richtiger oder meine Richtige. Und dann ist es nicht so. Ja, das ist traurig, aber für diesen Moment war er der Richtige oder sie die Richtige, weil du mit ihm etwas bewältigen solltest. Das ist auch sehr fundamental und wichtig. Niemals denken, dass diese Person eine Zeitverschwendung war. Weil mit dieser Person, ne, indem du gedacht hast, dass diese Person die wichtige Person in deinem Leben, die richtige auch ist, hattest du auch oder hast du auch davon was gelernt? Aber ich vermute auch ganz stark, dass hier Amor sagen möchte, dass du eventuell hier auch deinen Seelengefährten kennenlernen könntest oder du hast ihn schon. Wer weiß, ne? Du hast ihn schon gefunden. Sehr, sehr schön. Wie machen wir das am besten? Passen Sie so? Ja, super. Übrigens, das hat mein Mann für mich gemacht. Auch schön, ne? Wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und die Karte ist mir gefallen. Ein Augenblick. Die wollte nicht mehr. Ah. Okay. Na gut, ich muss dir aufstehen. Ich muss dir aufstehen. Okay, das könnt ihr aber vorspulen, ne? Das gehört nicht zur Legung. Also, so viele Karten passen hier nicht rein. Wir machen das so. Und die stellen wir hier hin, weil sie ist sehr, sehr schön, ne? Wer möchte nicht seinen Seelengefährten kennenlernen? Okay, ich werde jetzt dich beschreiben. Ich fange an mit meiner Orakelkarte und werde kurz dich beschreiben, deine aktuelle Situation. Wenn du sagst, ja, das bin ich, dann hörst dir bitte weiter an. Guck mal, guck mal, guck mal, was wir hier haben. Costruzione, sagen wir mal so. Du hast versucht in deinem Leben sehr viel zu konstruieren. Du hast versucht, auch sehr viel Stabilität zu bringen in deiner Beziehung oder in dieser Beziehung, in der du investiert hast. Aber das ist eine Beziehung gewesen, die nicht lange gedauert hat. Falls du jetzt sagst, ja, das passt zu mir, okay. Weil hier ist auch Kusura. Hier hat sich diese Beziehung quasi, die Beziehung ist hier beendet. Du hast hier die Türe geschlossen und du suchst jetzt nach einer neuen Strategie in deinem Leben voranzukommen. Das ist für dich auch nicht einfach, ne? Das ist ja klar. Die andere Variante ist, weil wir haben ja mehrere Orakelkarten, kannst du wirklich umsetzen. Du kannst so viel rausnehmen von Orakelkarten. Was mir hier die Geistführer sagen, ist, dass du gerade eine Situation hast, die sich bald schließt. Und wir hatten ja auch Vollmond, das dürfen wir nicht vergessen. Das macht sehr viel aus, ne? Das ist ja klar. Wir hatten Vollmond in Widder und Situationen, die einfach jetzt sagen wir mal, ihr habt Streitigkeiten, ihr habt Missverständnisse. Manchmal geht es bei euch bergunter, manchmal geht es bergauf. Diese Situationen sind nur momentan. Die sind nicht für immer. Das heißt nicht, dass es für immer so sein wird. Und das schließt sich hier, ne? Diese Türen, die schließen sich und eröffnen sich neue Türe für euch. Ihr könnt hier eine neue Strategie finden, um irgendwie miteinander zu sein. Ich stelle mir jetzt auch vor, wie vorhin mit dieser Distanzierung, dass man vielleicht auch irgendwie eine Lösung finden möchte auf diese Distanzierung. Oder ihr könnt euch nicht immer sehen, ne? Hier sind auch Blockaden, ne? Vielleicht hat diese Person einfach nicht die Möglichkeit, ne, da zu sein, präsent zu sein. Das gibt es ja auch. Aber hier haben wir auf jeden Fall zwei Varianten. Wenn du jetzt sagst, ja, ich gehöre zu dieser Variante, dann hörst du das bitte dir quasi
an, ne, die nächsten Karten und guck mal, Indecisione. Hier ist auch jemand, der irgendwie nicht weiß, was er tun soll. Er ist sich hier nicht sicher. Er kann sich nicht richtig entscheiden, ne? Hier ist irgendetwas. Das könnte aber auch die Person sein gegenüber von dir, dass du sagst, ja, das ist sie, das ist er, der hier sich nicht entscheiden kann. Und hier ist auch eine Kommunikation zwischen euch. Also ich sehe jetzt nicht, dass es total Ende ist, sondern ihr kommuniziert hier miteinander. Oder du kommunizierst hier mit dieser Person, ne? Ja, und er schreibt dir oder er wird dir schreiben. Das könnte auch gut sein. Weißt du was? Ich vermute ganz stark, dass diese Person hier sich auch unsicher ist. Soll ich sie anrufen? Soll ich ihr schreiben? Oder soll ich ihm schreiben? Oder soll ich ihm anrufen? Falls du jetzt sagst, das ist meine Energie, okay, dann passt. Das könnte aber auch die Energie sein von ihm oder von ihr, ne? Das ist ja klar, dass wir hier alle sozusagen beteiligt sein könnten. Frau, Mann, ihr setzt das bitte immer um. Okay, jetzt machen wir weiter. Ich beschreibe dich weiter. Was sehen wir noch? Was sehen wir noch? Deine aktuelle Situation für dich. Für diejenigen, die sich diesen Video anschauen, ne? Was sagen uns die Geistführer auch? Diese Firma Jamella, was ist los? Was ist los? Oh, okay, du hast hier Seelengefährte. Vorsicht. Also, hier könnte für viele von euch entweder du hast das gedacht, weil es gibt immer diese andere Medaille. Das ist immer dieses, ich denke mir, dass diese Person die Richtige ist. Aber das war sie nicht. Das ist sie nicht gewesen. Ich habe so viel Liebe geschenkt. Ich habe dieser Person so viel gegeben. Ich habe quasi ihm mein Herz auf diesen goldenen Tablett gegeben und habe ihn überreicht und habe gesagt, bitteschön, das ist mein Herz. Die andere Variante ist hier, dass du vielleicht schon mit dieser Person zusammen bist, dass du hier, wie ich ja vorhin erwähnt habe, dass du hier mit dieser Person quasi eine Beziehung hast, aber auch eine Fernbeziehung. Und hier möchte sich auch jemand entschuldigen oder hat sich auch jemand entschuldigt. Weißt du wieso? Weil diese Person ist eine Person, bei uns sagt man, wie sagt man das? Oh, das ist ein sizilianischer Sprichwort. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber das ist so, als ob ich gebe dir das Weiche und ich gebe dir die harte Version. Ich bin manchmal so, ich bin manchmal so. Ich bin manchmal kalt, ich bin manchmal warm. Mit dieser Person hast du wirklich alles durchgemacht. Alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Ich sag dir mal eins. Diese Fiamma Gemella, diese Zwillingsflamme, sind immer Menschen, indem du, wenn du sie triffst, ihr macht so viel miteinander. Oh mein Gott. Mit dieser Person wirst du ganz viel erleben, ganz viel durchmachen. Das ist ja das. Das ist, ihr seid gleich. Du musst dir vorstellen, also du begegnest deine Kontrapart. Ne? Deswegen sage ich ja, entweder du bist mit dieser Person zusammen oder du hast gedacht, dass du mit einer Zwillingsflamme zusammen warst. Ne? Und hier hat auch sich diese Person versucht, sich zu entschuldigen mit dieser Kommunikation. Oder er weiß nicht, wie er das wieder gut machen kann. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier diese Zwillingsflamme. Und wie wir hier auch sehen, diesen Seelengefährten. Das kann aber auch gut sein, dass du jetzt sagst, ich bin noch mit dieser Person zusammen. Wir machen so viel durch, ne? Es gibt mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Also bei uns ist es wieder ein Raufen ab, ein Aufen ab und auch, wie sagt man das? Dieses On-Off-Beziehung. Auch das könnte gut sein, ne? Also bei solche Situationen ist es nicht einfach, das zu valutieren, ne? Okay, wir machen weiter, weil wir werden jetzt uns anschauen, was Amor für uns parat hat. Was möchte dir Amor kommunizieren? Was für eine Nachricht möchte dir Amor mitgeben? Mal schauen, was die Orakelkarten uns mitgeben. Also auf jeden Fall solltest du ja mehr für diese Beziehung machen. Falls du jetzt sagst, ja, wir sind in einer Beziehung, aber ihr solltet einfach mehr unternehmen, ne? Diese Beziehung auffrischen. Konversation, hier könnte auch ein Liebesdreieck sein, Letterato, aber hier möchte jemand auf jeden Fall sich melden. Hier möchte jemand reden. Hier braucht jemand, hat hier jemand diesen Verlangen zu sprechen. Hier muss jemand einfach sprechen. Hier geht es auch um Geld. Das könnte auch gut sein, dass diese Person jetzt irgendwelche Schwierigkeiten hat, finanziell. Das könnte aber auch gut sein, dass diese Person irgendwie auch beruflich
irgendwelche Situationen hat, die nicht unbedingt mit dir zu tun haben, ne? Die auch diese Situation beeinflussen. Ja, guck mal, Missa Gioletterato, das ist ein Mann oder eine Person. Sagen wir mal, du setzt das um, wenn du jetzt ein Mann bist. Wir haben hier einen Mann, der sich unbedingt melden möchte oder versucht sich zu melden oder hat sich schon gemeldet. Oder du möchtest so gerne, dass diese Person sich bei dir meldet und dir mindestens eine Erklärung gibt. Das ist ja, also, das ist fundamental, wenn man auseinandergeht. Das ist diese Mode von heute. Man schreibt sich, es ist Schluss. Wow, du kannst doch nicht mit jemandem Schluss machen per Handy. Du musst den Gesicht haben. Man sagt bei uns die Attributi, le balle. Also du musst die Eier haben, das zu sagen dieser Frau. Oder du als Frau, du hast ja auch die Attributen. Wir Frauen haben das auch. Sag es doch ins Gesicht, wenn dir irgendetwas nicht klar ist. Das sagt dir gerade Amor. Amor versucht hier zu sagen, dass diese Person irgendwie hier dir auch etwas Recht schafft oder eine Antwort dir geben sollte. Oder es ist richtig, dass er dir das sagt, was los ist. Man muss hier das auch sagen, ne? Und hier ist auch Successo. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Triumphieren. Da ist der Triumph. Also hier kommt jemand und möchte mit dir kommunizieren, das dir erklären, das wieder gut machen, auf seine Art und Weise. Vielleicht sagst du ja auch, nö, ich lass doch jetzt ihn nicht wieder in meinem Leben hinein. Das gibt's auch. Das ist, aber das liegt an dir. Ich sage dir nicht, dass du diese Person zurücknehmen sollst. Aber es ist hier jemand da, der irgendwie auch das dir Rechenschaft. Diese Erklärung. Amor sagt hier, deine Nachricht für dich, deine Botschaft ist, diese Person muss dir hier das sagen. Er muss hier das kommunizieren. Er muss hier dir eine Antwort geben. Oder du solltest ihm eine Antwort geben. Ne? Vielleicht kannst du ihm auch sagen, nö, ins Gesicht. Du triffst dich mit ihm und sagst, nö, weißt du was? Nach dem, was du alles gemacht hast und alles verursacht hast, ich möchte ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich habe nicht diesen Verlangen, ne? Weil der Triumph ist ja da. Ob das jetzt für euch zwei ist, indem ihr sagt, wir sind zusammen und wir kommunizieren sehr viel oder wir haben nur diese Kommunikation, weil wir uns nicht sehen können. Das fällt uns einfach schwer. Da muss hier muss eine Lösung gefunden werden, ne, auf diese Situation. Also hier spielt aber auch Geld irgendeine Rolle. Bitte setze das um, ne? Das könnte auch gut sein, dass du jetzt sagst, guck mal, weißt du was? Das Ganze ist mir zu teuer geworden. Ich muss ja jedes Mal schauen, wie ich zu dir fahre. Das kostet alles Geld. Das ist ja nicht umsonst, ne? Man muss hier eine Lösung finden. Das ist damit gemeint, ne? Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit meine Karten. Ich ziehe noch ein paar Kärtchen, die habe ich jetzt fast vergessen. Vor lauter Reden. Auf jeden Fall haben wir hier, muss man von laut den Amor. Unsere Nachricht lautet, hier muss man miteinander kommunizieren. Hier muss irgendjemand etwas den anderen sagen. Ne? Das ist wichtig. Hier schreibt jemand, beobachte. Ja, vielleicht beobachtet er dich oder sie. Beobachtet die Situation. Oder du beobachtest und sagst, Verehrer. Aha. Weißt du, was hier auch sein könnte? Dass du hier auch bei dieser Legung quasi als Botschaft an dich, dass du vielleicht auch einen Verehrer haben könntest und dass du das gar nicht wahrnimmst oder wahrgenommen hast, dass dieser Verehrer da sein könnte. Also auf jeden Fall ist hier mit einer von dieser Person, ne, weil es ist ja klar, dass hier auch ein Dreieck, ein Liebesdreieck sein könnte, dass du mit dieser Person, ja, du bist, wie sagt man das, Altre, du bist. Du hast mehr als nur eine Kennenlernphase gehabt. Du hast hier mit diesem Mann geschlafen oder mit dieser Frau. Du hattest Sex. Das könnte aber auch gut sein, dass er hier quasi etwas gemacht hat, ne, das dich gestört hat. Ne? Das gibt es ja auch. Jetzt holen wir noch eine. Distanz. Das ist der Wahnsinn, Leute. Danke, liebe Geistführer. Distanz. Hier ist eine Distanzierung. Distanzierung in der Hinsicht, dass ihr nicht in den gleichen Wohnort seid. Quasi er wohnt woanders, du wohnst woanders. Das könnte aber auch gut sein, dass zwischen euch zwei gerade eine Distanzierung ist, aber auch mit Sex.
Vielleicht findet hier kein Sex statt. Vielleicht ist der Sex einfach nicht mehr wie früher. Das könnte auch gut sein. Das heißt jetzt nicht, dass unbedingt hier jemand fremdgegangen ist. Weil ich vermute hier ganz stark, dass es hier auch an dem Sex liegt, ne? Vielleicht hat man einfach das nicht mehr so wie früher oder man möchte hier so gerne das haben. Aber man kann das nicht, ne? Die Person fehlt dir hier. Die Nachricht ist an dir. Kommuniziert zusammen, findet eine Lösung. Nicht nur beobachten. Das könnte ja aber auch gut sein, dass du hier irgendwie ein heimlicher Verehrer hast, ne, bei dieser Legung. Also das könnte auch gut sein. Für dich als Mann, für dich als Frau, bitte setze das um. Jetzt schauen wir mal mit den Tarotkarten, was sie uns noch preisgeben. Die hat sich gedreht. Der Magier. Jemand, der sehr Intrigante, wie sagt man das auf Deutsch? Intrigant? Nee. Sagen wir mal attraktiv. Ich lasse es lieber. Attraktiv, ich kann das auf Deutsch nicht sagen. Hier haben wir jemand, wie sagen wir das? Jemand, der sehr gerne macht, der sehr gerne experimentiert, der sehr gerne auch mal was anderes ausprobieren möchte. Der Magier ist stark im Bett. Der Magier hat alles, was er braucht. Das könnte auch gut sein, dass er dich verführt, dass du einfach nicht aus, du kannst nicht einfach von dieser Energie, wie sagt man das, wegbleiben. Er weiß, wie er dich um den Finger wickeln kann, ne? Ja, guck mal, das ist einer, der ganz, ganz stark an sich denkt. Der ganz präsent ist für sich selbst. Ich bin der Beste. Der Mann, der hier einen starken Ego hat. Ja, und wir haben hier einen König der Schwerter, der manchmal auch sehr kühl sein kann. Wer weiß, vielleicht sind es hier zwei verschiedene Männer. Einer von der Vergangenheit und einer, den du neulich kennengelernt hast in einer Feier. Du bist ausgegangen, du hast dich mit einem Freunde getroffen und dann hast du ihn getroffen. Diesen schönen Magier, diesen wunderbaren Magier, der genau weiß, wie er sich um den Finger wickeln kann. Das ist nicht immer negativ gemeint, ne? Um Gottes Willen. Wir müssen nicht alle Männer irgendwie in einen Topf schmeißen. Das heißt nicht, dass alle Männer gleich sind. Das sage ich euch immer wieder. Ich mag das gar nicht, wenn Menschen irgendwie anderen irgendwie in die Masse schmeißen. Das ist nicht wahr. Es gibt auch Männer, die attraktiv sind, die auch sehr, sehr, wie sagt man das, von sich preisgeben können und auch den Ego, ne, aktiviert haben, aber dann auch anders sein können. Ne? Ich vermute ganz stark, dass hier auch zwei verschiedene Energien sind. Entweder ein Mann, der hier irgendwie versucht hat, dich zu manipulieren. Das könnte auch gut sein. Die andere Variante ist, dass es hier zwei verschiedene Männer sind. Amor sagt dir hier gerade, dass du von diesem Mann sehr angezogen bist und dass er auch das Gleiche für dich fühlt, ne? Dass er genauso dich attraktiv findet. Weil hier spielt ja auch dieses Sex eine Rolle, ne? Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht einfach nicht stattfinden kann, weil ihr distanziert, also quasi eine große Distanz zwischen euch zwei ist. Wer weiß, ne? Jetzt schauen wir mal weiter. Ich nehme noch mal eine Karte. Ja. Auf jeden Fall möchte hier jemand auf dich zutreffen. Hier möchte jemand dir etwas preisgeben. Hier möchte jemand sich offenbaren. Vielleicht weißt du das gar nicht. Jemand beobachtet dich. Jemand beobachtet dich schon länger. Jemand findet dich attraktiv. Das könnte aber auch gut sein, dass jemand jetzt einfach etwas äußern möchte. Wir sind hier bei den Münzen. Seine Gefühle äußern möchte, dir etwas preisgeben möchte, sich aber auch entschuldigen, was ich ja vorhin gesagt habe. Vielleicht dieser König der Schwerter. Nee, einer ist. Nee, guck mal, guck mal, guck mal, Desoromir. Ganz eindeutig, du hast hier, also ich vermute ganz stark, dass du hier diesen König der Schwerter verlassen hast, weil dieser König der Schwerter war eine Illusion pur. Mit dieser Person kannst du nur in deiner Illusion aufbauen. Das ist nicht eine Person, mit der du eine Zukunft haben kannst. Vorsicht ist hier geraten, was hier Amor sagt. Bei einem von diesen zwei Männern, also ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe ist, der auch versucht hat, dich zu manipulieren, aber das kann ja auch eine neue Energie sein, indem du sagst, ich war weg. Ich war mit Freunden was trinken. Ich habe Spaß gehabt und dann habe ich ihn kennengelernt oder sie, wenn du jetzt ein Mann bist. Du könntest ja auch dieser Magier sein. Ein Mann, der
sehr gerne Frauen anzieht, der einen Magnet hat. Weil hier ist auch ein Mann, der wirklich hier auf dich zutreffen möchte, sich hier äußern möchte. Hier hast du das auch. Und hier hast du ja auch diese Botschaft, dass er unbedingt hier mit dir kommunizieren möchte. Bitte setze das um, was du jetzt umsetzen kannst, ne? Weil Amor war hier ganz eindeutig. Amor sagt hier, jemand möchte mit dir kommunizieren, möchte mit dir eine Lösung auffinden. Wenn du jetzt sagst, ja, wir wollen irgendwie nicht mehr, wie sagt man das, entfernt sein voneinander. Wir wollen diesmal schauen, dass wir irgendwie, wie sagt man das, eine Lösung finden auf unsere Distanzierung. Ne? Ihr wohnt nicht im gleichen Ort, das macht ja viel aus. Ne? Und wie sagt man das, das gibt ja auch die Beziehung keine Chance. Das nimmt sehr viel weg. Das ist damit gemeint. Ne? Die andere Variante ist hier auch, ne, was ich ja vorhin erwähnt habe, dass du jetzt quasi Schluss gemacht hast. Du kommst hier von dieser Beziehung, du hast dich hier entfernt von diesem König der Schwerter, der sehr kühl war, mit dem du gedacht hast, ne, dass man etwas aufbauen kann. Und jetzt hast du vielleicht auch jemand kennengelernt, indem du sagst, ich habe momentan nur Spaß. Momentan lasse ich mich auf diesen Spaß ein. Ich möchte nichts Ernstes. Es gibt auch noch solche. Es gibt auch noch diese Variante, dass du sagst, guck mal, weißt du was? Ich möchte einfach nichts mehr Großartiges mit Männern anfangen. Ich nehme mir mal diese Zeit für mich. Ich gönne mir diese Zeit als Single und habe ganz, ganz viel Spaß. Ne? Und nehme das, was mir gegeben wird. Quasi, ich stelle mich hier auch im Mittelpunkt. Das muss jetzt nicht nur der Mann sein. Du als Frau, du sagst, guck mal, ich nehme mir das, was zu mir gehören könnte. Das, was mir gegeben wird. Che cosa mi offre il mondo? Was gibt mir die Welt? Die Welt gibt mir jetzt hier ein bisschen Spaß. Wieso nicht? Das heißt jetzt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Ne? Bitte. Das darf man nicht so nehmen. Es gibt einfach Menschen, die auch mal seinen Spaß haben wollen. Das heißt jetzt nicht, dass du für immer so sein wirst. Du nimmst dir jetzt einfach mal dieses Spaß. Du gönnst es dir, ne? Hier haben wir ganz viele Alternativen. Aber auf jeden Fall, was hier Amor sagt, ist, dass hier eine Kommunikation stattfinden muss. Dass hier unbedingt einer von euch zwei oder alle beide hier Kommunikation haben müsst, ne? Dass es wichtig ist. Das ist so, als würde hier gesagt, man braucht diese Rechenschaft. Wieso hast du das gemacht oder wieso habe ich das gemacht? Ne? Hier ist auch eine Blockade da, was ich ja vorhin erwähnt habe. Ne? Wenn ihr nicht in gleichen Ortschaft wohnt, dann ist es ja auch ein Hindernis. Dann kann man nicht dieses Gefühl, das, was man alles nach innen drängt, das kann man nicht äußern. Das wird alles, diese Energie bleibt immer als Blockade. Du kannst nicht nur mit einer Person eine Fernbeziehung, das ist, jeder sieht es anders. Jeder sieht es anders. Aber ich, wie sagt man das? Das ist wichtig, dass zwei Menschen auch miteinander diese andere Seite kennenlernen. Ne? Das ist mit dem Sex auch verbunden. Das kann nicht nur eine Beziehung, eine platonische Beziehung entstehen. Das andere muss auch da sein, weil das ist Energie. Du bekommst die Energie durch den Mann und die Frau transmutiert das. Es gibt auch Männer, die quasi eine Energie geben und die Frau fühlt sich dann schwer, weil die Energie einfach nicht passend ist. Wenn du dich schwer fühlst nach diesem gewissen Sex, und du fühlst dich irgendwie schlecht, dann heißt es, dass diese Person einfach nicht zu dir passt. Ne? Das ist eindeutig. Das habe ich auch auf einem Seminar gelernt. Das ist auch, was ich euch schon mal erwähnt habe. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist auf meine Muttersprache. Sie erklärt wirklich schrittweise, wie das Ganze funktioniert mit Energien. Energien. Wir nehmen die Energie von dem Mann und transmutieren das in uns quasi. Wir sind wie ein Kelch. Ne? Man sagt ja auch, dass dieser Kelch von Jesus, ne, wo er gegessen hat in dieser, wie sagt man das? Der hat doch mal mit den 12 Aposteln sich getroffen und da gab es auch mal dieses, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall, das könnte auch dieser Kelch repräsentieren, ne, von der Frau. Und der Mann ist quasi der Energieträger, der gibt, ne? Er gibt die Energie und die Frau transmutiert das. Und aber wenn die Energie nicht passt von dem Mann, wenn du dich
leer fühlst auch, oder es ist so, als würdest du dich nie gefüllt fühlen, dass die Energie von dem Mann dich nicht, wie sagt man das, warte mal, mir fällt das richtige Wort nicht ein, befriedigt. Wenn die Energie von dem Mann dich nicht befriedigt, dann ist das nicht die richtige Energie. Und genauso solltest du das auch als Mann fühlen. Wenn du fühlst, dass du wirklich kaputt bist, ne, nach diesem Mal, was du gemacht hast, ne, quasi du hattest diesen Geschlechtsverkehr mit dieser Person und du fühlst, dass irgendwie deine ganze Energie, dass du dich wirklich durcheinander fühlst und dann hat es auch damit zu tun, dass du irgendwie jemanden hast, die nicht deiner Energie entspricht. Also ihr seid nicht kompatibel. Das ist damit gemeint. Das ist wirklich ein Thema, der sehr kompliziert ist. Ich hoffe, du hast ihn verstanden. Im Großen, ne, was ich jetzt darüber rede. Auf jeden Fall hast du hier einen Mensch, der auch seine Bedürfnisse hat. Ne? Einer von euch zwei oder ihr beide. Man hat diesen Bedürfnis. Du kannst nicht nur eine Beziehung auf diese platonische Sichtweise haben. Du musst hier einfach auch das andere, die andere Seite von dieser Person haben, nicht nur das eine, ne? Das ist hier auch sehr wichtig, was ihr Amor sagt, ne? Okay, das war eure Legung, ne? Das Orimier. Ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein in meinem Kleinen, ne? Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste, dass ihr wirklich hier nur das Positive herausnimmt, ne? Die Karten haben keine Macht auf euch. Bitte immer im Hinterkopf halten. Und ihr setzt einfach das um, wie ich ja gesagt habe, das, was ihr braucht, ne? Okay, macht's gut. Wir sehen uns nächstes Mal. Umbajo. Tschüss.